Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist wieder Chris und Station. Hier ist ja, ich bin hier gerade auf dem Rückweg. Unsere wunderschöne Basis haben wir natürlich wiedergefunden. Huch. Und ich habe mal etwas vorbereitet. Ja, ein bisschen was an Eisen gefarmt. Und ja, dann wollen wir mal loslegen hier mit Eisen schmelzen. Wir brauchten ja Eisen für Chutes und all möglicher Schnatter. Und wir können jetzt hier Lampe ausmachen. Hier drin ist schick. Ja, wir haben ja hier schon ein bisschen was vorbereitet in der letzten Folge. Und jetzt machen wir natürlich hier den ganzen Schnatter mit dem Eisen. So, hier drinnen fehlt auf jeden Fall noch Licht. Hier hinten ist zwar Licht, aber hier ist so ein bisschen... Also da habe ich überlegt, ob wir hier über die Tür noch eine Lampe machen. Schauen wir mal. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Eisen. Machen wir auch wieder 150er Stacks, würde ich sagen. Die können jetzt ein bisschen braten hier. Ja, das passiert auch. Alles klar. Macht das? Ja, er macht's. So, und wir brauchen Schutz. Das heißt, wir können ja hier mal gucken. Achso, die konnten wir ja nicht machen, weil wir kein Eisen hatten. Ja, deswegen war ich ja los, Eisen holen. Ja, wir sehen hier also. Ja, hier passiert ein bisschen was. Aha. Naja, das funktioniert hier alles. Ja, hier, jetzt wird gerade neues Gas erzeugt. Hier, neues Brenngas. Das haut hier alles hin. Ah ja, Side Duty. Funktioniert. Bin noch zufrieden. Was wollen wir noch? So. 1, 2, 3. Dann können wir den schon mal wegbringen. Irgendwie sieht die Basis ohne Licht, ja. Wenn du immer so mit Licht rumrennst, ist immer alles so hell. Aber ohne Licht sieht die irgendwie viel kontrastreicher aus, ja. Also es hier sieht ja zwar ein bisschen aus wie eine Turnhalle, ich habe schon geschrieben, aber ja. Okay, so, dann lass mal den jetzt Schutz machen. Davon, der kann jetzt ja mal 200 Schutz bauen, die brauchen wir sowieso. Ja, 150 Eisen haben wir. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ranrücken. Ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt in den letzten Folgen so. Wie wir ja sehen, dass dann sich jetzt plötzlich etwas, das wird jetzt hier plötzlich anders. Ja, also ihr seht ja, dass mein Baustil auch anders wird. Dass ich jetzt halt so, Proof of Concept ist jetzt vorbei. Ich habe also jetzt alles Mögliche getestet und was ich so testen wollte. Und das, was ich so verbauen will. Es gibt sicherlich noch 1 Million Möglichkeiten zu automatisieren. Aber wie gesagt, da muss ich euch auch nicht immer alles zeigen, weil ihr sollt ja auch selber ein bisschen experimentieren. Es wäre ja langweilig, wenn man halt immer alles gleich auf dem Präsentierteller bekommt. Ja, da könnt ihr ja selber schon mal ein bisschen probieren und basteln und machen. Ja. Irgendwann werde ich mal erschlagen von so einem Teil hier. Und ja, das ist einfach interessant, ja. Und viele Sachen baue ich auch gar nicht, ja. Also Harvey zum Beispiel ist jetzt für mich nicht interessant. Werden wir aber bauen hier im Let's Play, weil ich euch das auch nochmal zeigen will mit Harvey. Ist für mich jetzt aber Blödsinn, weil ihr seht ja, ich habe ein paar Sachen angebaut und habe Essen für Monate. Ja, also das ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt den Druck hätten, wir müssten jetzt Essen kochen, weil, gut, jetzt aktuell ist es ja noch so, dass mein Safe-Game ja noch buggt. Ich habe auch schon Kontakt mit den Entwicklern, das heißt, die haben mir gesagt, ich soll mal meine World-Settings XML mal dahin schicken und ja, dann würde das mal geprüft werden. Warum mein Safe-Game halt kein Decay mehr hat, also Verrottungszeit, weil ihr seht ja, ich muss ja nicht essen und nicht trinken. Das ist ja nicht in Ordnung. Das ist wohl bei dem Umstieg von ist okay, wie alles rumfliegt. Das ist wohl bei dem Umstieg passiert zwischen von Survival auf Creative, ja, weil ich ja umgestellt habe für das Dings, das wisst ihr ja, für den Ofenbau hier, das habe ich ja schon tausendmal erzählt. Und ja, jetzt habe ich wieder zurückgewechselt auf Survival, aber irgendwie ist mein Decay hier kaputt. Also ich muss nichts trinken und nichts essen und ich habe auch kein Wetter mehr. Also ja, da habe ich natürlich gesagt, ich will natürlich nicht meinen Save verlieren, weil ich möchte ja hier weiterspielen in der Welt. Und da will ich da nicht an irgendwelchen Dateien rumspielen. Ich meine natürlich, klar, machst du halt ein Backup und dann ist gut, ja. Und so habe ich das jetzt auch gemacht und habe selber schon mal probiert, an der Datei ein bisschen rumzubasteln, aber Wetter kommt nicht wieder und ja, mein Decay ist halt auch Dings hier. Weil die haben mir geschrieben, dass Decay, also quasi das Verrotten und das du Wasser und
und sowas alles brauchst, das soll eigentlich wiederkommen, wenn man das Spiel neu gestartet hat. Also es gibt ja diesen Befehl, ZDK, habe ich euch ja im Tutorial gezeigt, und da ist ja dann quasi das Decay ausgeschaltet, also das Verrotten ist ausgeschaltet, und wenn man das Spiel neu startet, dann ist das wieder weg. Ja? Dann ist dieser ZDK-Befehl wieder verschwunden und man hat wieder das ganz normale Decay, also das ganz normale Verrotten. So, jetzt haben wir hier unseren Gürtel wieder. Das heißt, wir sind jetzt hier soweit durch erstmal. Wir werden aber den hier nochmal beschriften. Der heißt dann Volatiles Oxide Ice. Ja? Sorter Volatiles Oxide Ice. Dann weiß ich, Oxide Ice ist dann Oxide Ice, genau. Oxide Wasser. Dann weiß ich, dass Oxide und Wasser hier rechts rein müssen. Damit gehen die hier lang, gehen hier durch, werden hier nochmal sortiert. Der heißt ja Oxide Wasser. Da weiß ich dann, dass Wasser der rechte ist und Wasser geht dann, Wasser Eis geht dann da rein. Ja, so, dann haben wir das. So, und das ist dann hier unser Chut. Aber da müssen wir jetzt erstmal hier noch was auseinanderbauen. Machen wir das Licht an, damit es ein bisschen besser, ein bisschen schöner aussieht hier. Das müssen wir ja noch zurückbauen. Weil, ach, hier brauchen wir wieder den Staubsauger hier. Weil ich ja festgestellt habe, dass das zwar ganz nett ist hier mit den Rohren, aber der ist an der falschen Stelle. Und das Vakuumieren machen wir dann später. Ja, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. So. Ach ja, klar, weil ich die blöden Dachpappen hier noch in der Hand habe. So, dann brauchen wir das Schweißgerät und die hier. Und dann schweißen wir das mal wieder zu. Wie gesagt, das machen wir dann hier alles später mit den, mit der Belüftung. Da gucken wir uns mal oben irgendwas an oder so, dass wir das hier vakuumiert kriegen. Ja, Eis soll ja vakuumiert sein. Wobei das nicht vakuumiert werden muss, aber es wäre schön, weil wenn wir hier was entnehmen wollen, dann geht das ja nur so. Ja. So, dann müssen wir die noch ans Stromnetz anschließen. Die haben ja einen kombinierten Anschluss, die Stacker, die Sortierer. Das heißt, wir können damit dann ganz normal die dann ansprechen. Das ist hier irgendwie... Das ist hier noch nicht so... Das haut noch nicht hin. Und wie gesagt, der braucht ja keinen, der braucht ja nur einen Stacker. Ist ja klar, weil, ja. Und so. So, dann haben wir also unsere Stacker, die sind jetzt auf 50 eingestellt. Und wir haben unsere Chute. Und da ist ja jetzt die Frage, da würde ich gerne, um Platz zu sparen, würde ich die gerne hier innen drin verlegen. Einfach, weil es eben geht. Ja. So, das heißt, wir kommen dann mit unserer Chute hier an, gehen hier in die Wand rein. Gucken wir mal, da können wir hier schon, einen Bogen machen. Ja, machen wir hier schon einen Bogen. Und dann wie gesagt, Eisen haben wir jetzt hier noch, jetzt können wir hier noch Chutes machen. Wie gesagt, das mit dem Eisen sammeln, das ist echt eine anstrengende Geschichte. Also Eisen, es kommt zwar sehr häufig vor bei mir auf dem Mars hier, aber ihr habt ja gesehen, wie viel ich da gesammelt habe. Das ist schon, boah, es ist schon anstrengend, ja. Es ist schon. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt hier eine Tür noch reinbauen wollten. Nee, wollen wir nicht, wir wollen ja keine Tür reinbauen, sondern wir haben ja gesagt, wir machen jetzt hier zwei rein, weil wir ja jetzt hier auf der anderen Seite dreh es doch mal richtig. Genau. Machen hier zwei rein. Ach, das war schon wieder total blöd hier gerade. Weil die müssen nämlich dicht zusammen sein, sonst funktioniert es nicht. Ach ja. So. Und dann machen wir hier zwei Ein- und Ausgänge.
Und dann kommen wir hier schön mit unserem Schutz hier an und können dann entsprechend das Ganze hier so durchtüdeln. So, ne? Ja. So, jetzt haben wir natürlich was richtig Tolles gemacht. Jetzt kommen wir hier nicht mehr rein. Ach, Mann. Dafür mein Jetpack. Ach Mensch, die habe ich doch schon in der Hand, die Chutes. Oh, ich bin. Manchmal bin ich echt blöd. Manchmal? Genau, manchmal. So. Dann haben wir jetzt hier noch welche. Das heißt, wir können dann hier rübergehen und können dann hier abwinkeln. Wenn wir das wollen, aber das machen wir erstmal noch nicht. So, haben wir jetzt hier Schach gerade. So, jetzt wollten wir hier noch ein bisschen Erde wegnehmen. Damit wir hier... So, dazu drücken wir R, machen Z-Flitten. Da ich ja letztes Mal schon gelacht, Z-Flitten. Ja, genau. Damit wir hier keine Löcher buddeln, sondern dass alles hier ein bisschen gerade bleibt. So, jetzt muss ich mich mal gucken, wo ich jetzt hier hin muss. Ich glaube nämlich, wir müssen hier runter. Ja. Wir müssen da runter sogar. In diesen Ding. Oh, jetzt muss ich nicht alle nochmal aufmachen, oder? Doch, muss ich. Ach, verdammt. So, ich mach den mal wieder aus, ne? So, den machen wir mal zu. Oh ja, den müssen wir wegmachen. Das gefällt mir nicht hier. Da bleibt man mit dem Dings hängen. Mit dem Raumanzug und dann peng peng. Tot. Kennen wir alles, das Spiel. Jetzt hat es kurz geleckt, das Spiel. War ein bisschen lustig. Das ist so lustig. Bei Stationeers spielt es ja keine Rolle, wie rum man die Chutes baut. Ja, also ob man die jetzt von einer Rakete beginnt, hierher zieht oder von hier nach da hinten zieht. Alles, was durch die Chute gehen muss, geht da halt durch. Ja. Bei Satisfactory ist das nicht so. Und da ist das richtig krass gewesen. Da habe ich eine ewig lange Strecke gebaut. Wirklich stundenlang habe ich da gesessen. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich das in die verkehrte Richtung gemacht habe. Das heißt, ich musste alles nochmal neu machen. Das war schon ein bisschen nervig. So, jetzt brauchen wir Chutes. Das heißt, der kann hier wirklich brennen die ganze Zeit. Dann machen wir den hier mal aus. Er kann jetzt Schutz produzieren, bis der Arzt kommt. Die braucht man nämlich, bis da runter zu kommen. Aber ich habe gerade schon gesehen, ich habe hier schon einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt hier das mal aufmachen. Hier, das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf die Kette, dass ich da immer mit dem Dings drüber muss. Mit dem Jetpack. So. Vielleicht ist es ja dann sowieso besser, hier die Tür reinzubauen. Dass wir hier dann rein können in den Raum. Aber er muss ja eine Schleuse bauen. Also wird das sowieso erstmal hier noch nichts. So wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist egal. Der Raum ist jetzt ein bisschen größer. So groß muss der nämlich gar nicht sein. Fällt mir gerade ein, wir können den tatsächlich klein machen. Wir haben jetzt das gemacht, was wir gemacht haben. Wenn wir hier die Wand reinziehen, dann können wir den trotzdem vakuumieren, den Raum. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz für die anderen. Ja, also war ein bisschen doof hier gerade, was ich hier gemacht habe. Aber ja, gut, es ist halt learning by doing, ja. So, und ich wollte ja hier jetzt erstmal noch... Hier wollte ich ja noch den... Hier wollte ich ja jetzt den Sorter noch dran bauen. Alles klar. Und da haben wir, der heißt dann... nein, hallo? Oh, es geht wieder nicht. Oh Mann, Spiel, ey. So, der heißt dann Sorter... Mit O, nicht mit 0. Sorter... Eis... Ohr. So, dann weiß ich, der hier hat auf der rechten Seite die Whitelist Ohr, also Erze und alles, was Eis ist, geht nach links. Ja, und damit kriegen wir das da hinten sortiert. So, und damit war nämlich der Denkfehler, den ich gerade hatte, brauche ich ja nur noch ein Rohr. Ja, ich brauche nur noch ein Rohr. Was von unten kommt, sozusagen eine Chute, da kommt das jetzt von der Rakete her. Ja, und dann müssen wir hier drüben dann halt noch aufteilen, die entsprechenden Sorter mit den neuen
Dings, die passen hier sowieso nicht hin. Also müssen wir hier wahrscheinlich noch expandieren. Nach da noch ein bisschen und nach hier noch ein bisschen. Hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Hier können wir ja noch ein bisschen was machen. Dann haben wir nämlich hier auch so einen kleinen Innenhof. Das wollte ich sowieso immer mal machen, dass ich das hier noch mit anbinde an meine Basis. Dann haben wir einen kleinen Innenhof. Finde ich auch nicht so schlecht. Auch nett. Und ja, hier so eine selbstgebaute Schleuse, die brauchen wir dann hier drüben auch noch. Ja. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Das sieht gut aus. So. Gut, die müssten ja jetzt wahrscheinlich schon explodiert sein da drinnen. Gucken wir mal, was hier drinnen los ist. Oh ja, ich habe Schutz gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben. Dass uns das Ding hier nicht umbringt. Weil uns irgendwas an Schädel fliegt. Kennen wir ja. Ist ja bei diesem Spiel durchaus möglich. Oh Mann, ey. Dass man die nicht stacken kann, so auf 500 oder so. Also ich weiß, es gibt Mods, wo das geht. Aber ich will ja Vanilla spielen, ja. Ich habe keinen Bock hier auf Mods. Wenn ich dann immer schon sehe, dass die Leute hier Mods haben, wo sie denn 500er Stacks Eis und sowas, 500er Stacks Erze finden können, ist finde ich total sinnlos. Ernsthaft. Und wenn man wirklich kreativ sein will, also wenn man sagt, ich will nicht so viel farmen, dann muss man halt creative spielen, ja. Also dann ist das, dann brauche ich ja keine Mod. Also, was der Teig auch noch nicht verstanden, was das soll. Warum man mit so einer Mod spielt. Aber ist egal, das Thema hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal drüber reden. So, dann geht's jetzt weiter mit dem Schutz. Wir packen uns mal hier welche rein und wir ziehen jetzt erstmal die Leitung runter zur Rakete. Das ist blöd, dass man jetzt nicht hier einfach gedrückt lassen kann. Wie gesagt, grün heißt immer, wird im Raum platziert. Gelb heißt immer, es ist angedockt da, wo es soll. Ja, wo es angedockt werden kann. Das ist jetzt eine Fleißarbeit, klar. Jetzt falle ich bestimmt gleich in das Loch. Aber dann habt ihr was zu lachen. Oh ne, ist noch ein bisschen hin bis zum Loch. Und wie gesagt, wenn ihr mal irgendwas nicht andocken könnt, wenn das hier zum Beispiel rot ist, so wie bei mir jetzt hier rot und grün, hast du nicht gesehen, dann müsst ihr versuchen, einen Schritt wegzugehen. Ja, ich weiß, das geht nicht immer mit dem Schritt weggehen, weil man ja ganz oft so beengte Verhältnisse hat. Dann reicht es aber auch manchmal, dass man sich einfach irgendwo draufstellt oder ein bisschen weggeht oder was wegbaut, wenn es geht. Ja, so dass man immer genug Abstand hat, um das zu platzieren. Oder man macht es halt so wie ich, dass man halt hier so von der Seite geht. Ja, das geht manchmal auch. Nicht immer, aber ja. Und ich sehe gerade, dass mein Grid nicht zu dem passt, was das andere hier hat. Oh Mann. Verdammt. Warum passt das Grid nicht? Das ist eigentlich festgelegt. Ja, obwohl doch, stimmt. Das Grid passt. Ich bin ja seitlich aus meinem rausgegangen, ja. So, jetzt die Frage. Wollen wir jetzt... Oh, was ist denn hier los, Alter? Also, wenn wir jetzt hier einfach runtergehen, dann hier um die Ecke rum und dann müssen wir ja, wir müssen ja hier so seitlich rauskommen. Ja, doch, das können wir machen, das sieht cool aus. Sieht ein bisschen nach Industrial aus, wenn wir jetzt nicht im Dings gehen, ich wollte ja eigentlich in dem Dings hier gehen, in dem Körper lang gehen, aber das mache ich nicht, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Das alles wieder aufzumachen. So sieht es auch cool aus, oder nicht? So, wir brauchen Schutz. Wahnsinnig viele Schutz. Ja, könnte man jetzt natürlich Creative-Modus machen. Ist mein Ruckzuck fertig, aber ich spiele ja nicht Creative. Ja? Ich spiele ja wirklich Survival. Und deswegen... Ich liebe ein Jetpack, ey. Das ist einfach nur geil. Klar kann man das jetzt noch machen, weil wir keine Atmosphäre haben. Später würde ich das nicht mehr machen, weil man dann natürlich seine Atmosphäre damit zerstört. So, wir brauchen noch mehr Schächte. So, dann brauchen wir da unten... Wir brauchen ja dann noch einen Chip für die Rakete. Das machen wir alles unten. Der Chip und so, den bauen wir alles da unten an der Wand. Den brauchen wir hier oben nicht. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Rohre, isolierte Rohre. Davon haben wir ja noch ein paar. Hier haben wir noch ein paar. Das sind nicht viele, aber
Sollte gehen. Und dann würde ich die Rakete auch gerne abkoppeln mit einem Trafo. Da müssen wir dann mal einen Small Trafo bauen, weil den kann ich dir nämlich auch alle verwenden. Ja? Also die Rakete braucht nicht viel Strom. Da muss man. Es sieht zu geil aus hier. Wir können es ja mal hier hinsetzen hier. Ja, setzen wir uns hier mal hin. Ja. Och, ey. Es ist unglaublich. Dieses Spiel, manchmal regt es mich einfach nur auf. Ich kann da nicht draufspringen. Geht nicht. Na egal, dann stellen wir uns hier hin und gucken halt hier rein. Mann, ey. Ja, also dann machen wir noch ein Small Trafo. Damit koppeln wir die Rakete dann auch ab vom System, vom Netz, was ich ja machen will. Und dann haben wir da auch ein bisschen Ruhe. Da brauchen wir noch einen kleinen Trafo. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Den letzten, den ich hatte, habe ich verbaut. Ja, den letzten, den ich hatte, habe ich verbaut. Der ist hier am Crusher. An Lieutenant Crusher. Ja, was ja Quatsch ist, weil den können wir da wegbauen. Das machen wir nämlich auch jetzt mal schnell. Oh, ey, wie ich einfach. So, Lieutenant Crusher braucht nämlich keinen. Und da können wir nämlich hier jetzt einfach Heavies nehmen. Um den hier wieder anzuschließen. Ganz einfach. Ja. So. Wir haben noch sechs Kabel. Das reicht. Dann brauchen wir nämlich nicht den Trafo hier verbatzen, der ja hier sowieso sinnlos ist. Dann nehmen wir lieber die Heavy Cable, die viel mehr kosten als ein Trafo. Nicht wahr? Nicht wahr? Geht noch, alles klar. So, wie sieht es denn jetzt hier auf der Shoot-Front aus? Ja, das fliegt ordentlich rum, so wie soll. Ah, die werden immer noch nicht reichen. Da muss man aufpassen. Wenn Sachen rumfliegen, können einen die ganz schnell an den Kopf fliegen. Und dann stehst du da. Mit einer Chute im Gesicht. Boom! So, die nächste fliegt jetzt nach oben. Yeah! Chutes fangen. Wie auf dem Rummel. Yeah! Oh, nicht gefangen. Schade. Nochmal. Ja! Ein Punkt. Zwei Punkte. Wir müssen ja bis runter zur Rakete. Also wenn ich das jetzt laufen lasse und runtergehe, dann sind wir am Arsch, wenn ich wieder hochkomme, weil ich habe hier 300 Eisen drin. Dann macht der mir hier 100 Stück. Obwohl das auch nicht schlimm ist. Die brauchen wir später auch noch. Ja, also von daher schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. So. Wir bauen es noch runter bis zur Rakete, würde ich sagen. Komm, wir machen jetzt hier mal Essig. Wenigstens, ach komm, hier die drei können wir noch bauen. Ja, ach Mensch, ey. Komm. 1, 2, 3, dann haben wir hier noch einen 10er-Stack. Dann bauen wir das noch bis zur Rakete runter und dann müssen wir ja noch Kabel verlegen und irgendwie schon anderer Scheiß noch. Hab ich ja Glück gehabt, dass ich den gerade in dem Moment ausgemacht habe. Müssen wir noch Kabel runterlegen, dann brauchen wir einen Computer zum Programmieren. Obwohl, brauchen wir nicht, wenn wir die Netze koppeln, aber dann haben wir wieder 1000 Sachen da im Netzwerk, die wir nicht sehen wollen. Ja, das ist ja auch Quark. So. Das war's schon. Oh, die sind echt schnell weg, wa? Wie viel braucht man eigentlich für eine Gerade? Einen. Naja, gut. Vor allen Dingen, da haben wir ja in unseren Shoots schon allein ein Lagersystem, ja? Weil da schon so viel Platz drin ist. Sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal eine Biege. Hammer. So, jetzt müssen wir uns aber hier ein bisschen Platz lassen, weil wir ja hier später noch mit den Leitungen lang müssen. Das heißt, wir machen hier noch eine Biege. Dann machen wir eine Gerade. So. Und dann gehen wir hier wieder runter. Würde ich sagen, oder?
Dann gehen wir hier an der Seite runter. Dann können wir hier nämlich an der Seite mit den Rohren durchgehen. Dann muss ich doch alles wieder aufmachen. Ach, naja, wir werden sehen. Wir brauchen ja noch Treibstoff. Das müssen wir dann auch noch machen. Eine Treibstoffmischung herstellen. Aber da könnten wir theoretisch aber auch... Ah ja, das ist jetzt blöd. Naja, gut. Da könnten wir theoretisch aber auch aus der Raketen... aus dem Raketentreibstoff... also aus der Lieferung könnten wir uns auch ein bisschen was rausfischen. Was wir dann zu Treibstoff machen und dann gleich wieder verwenden. So, jetzt ist die Rakete angeschlossen an unser Schutzsystem. Das heißt, wenn sie sich jetzt entlädt, dann geht das hier komplett über das System und landet dann hier beim Sorter. Wie gesagt, der Sorter, der braucht auch noch Strom, ist ja klar, da kommen wir auch noch zu. Und dann haben wir hier schon mal die erste Sortierung. Das heißt, wir könnten theoretisch hier auch schon Erze rauspfeffern lassen und hier die Eise sammeln. Das wäre möglich, aber machen wir natürlich nicht, ist ja klar. Das wäre viel zu aufwendig, das hier alles wieder einzusammeln nachher. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Aber wir könnten, wie gesagt, den hier noch ein bisschen rüberziehen, die Wände. Haben wir wieder alles umsonst gebaut, ja, ist klar. Und könnten dann vielleicht sogar hier gerade rausgehen und hier dann anfangen mit der Sortierung. Natürlich muss das ja alles noch größer werden und ich muss das dann noch wegräumen. Mache ich alles noch. Und dann haben wir hier unser Lager. Ja, sag ich mal. Dann haben wir hier nicht so einen Stress. So, das müssen wir natürlich jetzt dann alles nachher mit dem Computer machen. Ich würde die das tatsächlich gerne mit dem Computer machen, weil dann muss ich den Sortern das nur einmal sagen. Wobei das eigentlich auch kein Problem ist, denn man kann die Sortierer auch mit der Diskette programmieren. Das geht auch. Da kann man das auch... Ach, aber das machen wir jetzt nicht. Das lassen wir so. Gut, ey, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gut was geschafft heute. Unsere Rakete ist angeschlossen an das Schutzsystem fürs Eis erstmal. Und wir werden natürlich dann jetzt hier weitermachen und theoretisch könnte man auch hier schon wieder Tanks hinstellen, also hier STB-Silos, aber ich will das hier ein bisschen abtrennen. Ja, ich werde das hier abtrennen, zack, zack, zack und da hinten auch noch eine Wand rum und dann ist das hier, kann ich das hier vakuumieren und dann speng. Und ich will das ja nur vakuumieren, dass ich das hier entnehmen kann, ohne dass es schmilzt. Ja, sonst brauche ich das nicht vakuumieren, weil wir ja festgestellt haben, dass in der Chute nichts schmilzt. Ich hoffe, dass hier drin auch nichts schmilzt im Sorter, aber eigentlich sollte das tatsächlich nicht sein. Deswegen sieht das mal ganz gut aus. Juti, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder 1000 Ideen und voll Bock, das Spiel zu spielen. Ich war ein bisschen eingefahren mit meiner alten Welt, so bis Folge 120 vielleicht oder 100, aha, früher 118, 17, 16. Da war ich ein bisschen eingefahren mit meiner Basis, ich war sehr unzufrieden mit dem Aussehen, mit wo was ist, alles war immer kompliziert und in Station Years kann man halt alles selbst bauen, also warum baut man sich nicht so, dass es nicht kompliziert ist, ne? Also habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt endlich mein Farbschema gefunden und das finde ich wahnsinnig toll mit dem Schwarz und dem Khaki. Das sieht sehr modern und sehr cool aus und wie gesagt, immer wenn ich diesen Raum betrete, muss ich feststellen, hier muss der Fahrstuhl hin. Machen wir alles noch und ja, ich wünsche euch was, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für den Support, weiter fleißig abonnieren, kommentieren und natürlich dabei sein, wenn es wieder heißt, wir sterben hier nicht, sondern wir bauen ganz coole Sachen auf dem Mars. So, macht's gut, bis dahin, tschüss, euer Chris.